Erwerben. Also erwerben heißt einfach nur kaufen. Die Deutschlandgrenze oder geht es da noch weiter? Leute, ganz wichtiges Thema. Meine Oma hat eine alte Waffe aus dem Ersten Weltkrieg. Genau, ja. Darfst du nicht. Darfst du gar nicht. Keinen Fall. Perfekt für Abenteuer und für unterwegs, wenn es mal schnell gehen soll. Eine komplette Trinkmahlzeit hier, perfekt verpackt in einem Bottich oder auch in abgepackten Tüten. Also, wenn ihr Bock haben solltet, Link in der Beschreibung. Mit dem kurzen Weibemann spart ihr noch 10%. Unterstützt mich und meine zukünftigen Projekte oder bestehende Projekte. Also, ausprobieren, Link in der Beschreibung. Wir sind heute mal wieder live, heute mal mit einem anderen und neuen Gesicht. Das ist der liebe Hajo, der betreibt den Ramshop 24. Ihr habt schon was davon gehört, ich habe schon mal ein bisschen was ausprobiert von Hajo. Aber Hajo, stell dich doch einfach selber vor, ist doch viel einfacher. Ja, hallo, ich freue mich sehr für die Einladung. Martin hat mich ja gefragt, ob ich mal zu ihm kommen könnte, mal ein bisschen helfen, weil relativ viele Fragen aufgekommen sind zum Thema freie Waffen auf seinem Kanal. Und da habe ich gesagt, klar, warum nicht? Ich komme einfach mal vorbei. Natürlich. Ja, hat sie in seinen Hubschrauber gesetzt, ist losgeflogen. So sieht's aus, hergejettet, genau. Kurz gelandet und dann, ja, Quad und... So. Exakt das. Das Ding ist halt, wir haben halt dieses Thema freie Waffen und legale Waffen halt so oft behandelt, aber nie wirklich mal explizit darüber geredet. Und ich habe euch gestern gefragt, oder euch die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen. Die habe ich bei Instagram alle gesammelt. Und der liebe Max sitzt hinter der Kamera, da kannst du ja mal Hallo sagen. Hallo. Ah, sehr schön. Max ist auch am Start. Und der wird uns jetzt mal ab und zu ein paar Fragen zuwerfen. Und wir beide werden, beziehungsweise Hajo hat ja quasi eine höhere Expertise als ich und wird halt mal versuchen, die Fragen zu beantworten. Ganz wichtig, Leute, das ist hier keine Rechtsbelehrung oder irgendwie, wie sagt man eine das? Rechtsberatung, eine genau, ja. Sondern das wir ist machen, eine Hilfestellung. Genau. Ja, einfach so aus meiner Erfahrung, weil, wie gesagt, dass ich mal so ein bisschen helfen kann. Ich weiß vielleicht hoffentlich ein kleines bisschen mehr als Martin. Ja. Und habe gesagt, klar, da gucken wir mal, weil es gibt ja viele Fragen, die einfach generell sind. Die sagen mal, die einfachsten Sachen, die manche Menschen einfach nicht wissen, weil das für die halt nicht selbstverständlich ist. Genau. Und da dachten wir, wir helfen mal. So gut wir können. Also Richtig. Wie gesagt, nicht festnageln darauf bitte, wir geben unser Bestes. Genau. Wie gesagt, tut mir den Gefallen, nagelt Hajo auf nichts fest, weil wenn irgendwas dabei falsch sein sollte, weil genau. Wir sind Ärger. Genau, Irren ist männlich, menschlich und ihr wisst halt auch, niemand kann alles wissen. Genau. Und ich würde gar nicht lange schnacken. Was magst du, wenn du eine Frage hast? Leg los. Die erste Frage wäre, welche Waffe kann man ohne Waffenschein legal erwerben? Erwerben. Also erwerben heißt einfach nur kaufen. Im Grunde genommen, da ist ja eben schon mal einer der wichtigen Punkte. Man muss ganz groß unterscheiden zwischen dem Erwerben und dem Führen. Ja, also Führen, Transportieren und Erwerben. Erwerben ist ja nur der Kauf. Das heißt, dafür ist das Alter entscheidend und auch die Mündungsenergie und ein paar andere Parameter. Aber sagen wir mal, generell ist das Ganze kategorisiert, ich werde es nicht so weit ausholen, ja, in Spielzeuge mit einer gewissen Mündungsenergie, dann freie Waffen, sogenannte freie Waffen, das ist also quasi eher so das, was jeder ab 18 haben darf. Das ist eben der Punkt. Ihr dürft ab 18 alle freien Waffen erwerben. Erstmal grundsätzlich kaufen. Ja, da zählen zum Beispiel Gas-Schreckschusswaffen, Schlagstöcke, können auch Messer, also Hieb- und Stichwaffen sein, Ram-Waffen, ja, die Real-Action-Marker zum Beispiel. Airsoft auch, ne? Airsoft, natürlich, genau. Airsoft. Ja. Also alles, was, sagen wir mal, eine Energie über 0,5 Joule hat, Mündungsenergie, und dann bis maximal 7,5 Joule. Das sind alle freien Waffen, die dürft ihr alle kaufen ab 18. Eine Frage gleich, dieses Joule, was du gerade angesprochen hast, diese 7,5 Joule, gibt es... Ist das die Deutschlandgrenze oder geht es da noch weiter? Das ist ja auch so ein heißes Thema, da würde ich gar nicht so weit ausholen. Ich versuche es mal so knapp wie möglich zu erzählen. Und zwar geht es ja darum, man muss ja irgendwo einen Standard finden. Ja? In Deutschland ist ja alles sehr gut geregelt und ordentlich. Besser als in manchen anderen Ländern, finde ich, wenn man das so sagen darf. Weil es da auch zum Beispiel eine Spielzeugordnung, Verordnung gibt. Und es gibt ganz viele Gesetze und das ist halt alles auch richtig so, damit da irgendwo mal ein Strich gezogen wird. Und die 7,5 Joule ist die Grenze von der Mündungsenergie, also was vorne an Leistung rauskommt, wo man gesagt hat, bis zu dieser Stärke darf man das Ganze noch frei ab 18 kaufen, muss das auch nirgendwo melden oder irgendwie, das wird nicht registriert oder in irgendeiner Art und Weise. Ja, aber ab dann ist es ganz egal, was ihr da kauft. Also eine Schusswaffe ist immer eine Schusswaffe, also von der Spielzeugwaffe bis zur scharfen. Aber die Mündungsenergie ist halt wichtig. Wer dem Hajo folgen will auf Instagram, einfach in den Link reingucken. Erstmal ist er sein Shop verlinkt und auch deinen Instagram-Kanal. Mega lieb, würde ich mich echt freuen, weil wie gesagt... Social Media ist wichtig. Internas, so, ja, aber sag mal, ich habe leichte Minderwertigkeitskomplexe, ja, aber. Noch eine Frage wäre, sind Airsoft-Waffen in der Öffentlichkeit erlaubt? Leute, ganz wichtiges Thema, ohne Witz, das liegt mir am Herzen, also das möchte ich wirklich sagen. Es ist so, also generell ist es so, der Anscheinsparagraf ist wichtig. Das ist aber alles mit reinem Menschenverstand zu verstehen. Also wenn ihr jetzt ein bisschen nachdenkt logisch und sich sagt, wie sieht das aus, wenn ich mit so einem Gewehr erstmal draußen irgendwo im Wald rumlaufe oder im Park oder in der Stadt, was passiert dann? Panik, Angst, Polizeieinsatz und so weiter, also ganz schlecht. Und es gibt diesen Anscheinsparagrafen, der besagt, dass jede Waffe, die aussieht wie eine scharfe Waffe oder wie eine Kriegswaffe, hieß es früher quasi, hat ein Führverbot. Das heißt, die darf nicht mitgenommen werden, egal ob sie funktioniert oder nicht. Also selbst eine Dekowaffe, die aussieht wie eine scharfe,
ja, die den Anschein erwecken könnte, die darf man nicht draußen haben. Was aber eigentlich auch logisch ist. Wir leben in einer Zeit, wo Genau. Das ist, hat sich halt nur mal geändert. Früher als Kinder war das ein anderes Thema, aber heute ist es so, wir haben Terrorprobleme. Ey, selbst wenn ihr nichts Böses denkt dabei. Ja, meistens, ich würde ja mal sagen, also ich kann sprechen, 98% meiner Kunden sind super, super nette, normale, erwachsene Leute und Gutdenkende, ja. Richtig. Aber trotzdem gibt es halt auch immer da halt Schwierigkeiten und wir leben in einer blöden Zeit. Ja. Ganz wichtig, es ging ja darum, ich glaube, bei der Frage ging es darum, ob du in der Öffentlichkeit das Ding halt mit... Genau, na, darfst du nicht, darfst auf gar nicht. Keinen Fall. Keine Waffe, die, das, also, die aussieht wie eine Schusswaffe. Genau. Interessante Frage. Meine Oma hat eine alte Waffe aus dem Ersten Weltkrieg. Kann man die legal besitzen? Oh Jungs, ganz vorsichtig, ganz heißes Thema. Ja. Wenn ihr sowas findet, ja, am besten sofort die Polizei anrufen und sagen, dass ihr euch nicht sicher seid, was das ist. Die sollen bitte kommen und sich das angucken. Da reißt euch keiner ein Bein auf, das gibt auch keinen Ärger. Sowas kann ja immer mal passieren, wenn jemand verstirbt oder wenn irgendwas ist, ja, dass sowas auftaucht. Ja. Die kann geladen sein, die kann scharf sein, es kann Deko sein, es kann alles sein. Da niemals selber rangehen. Am besten wirklich hier Polizei anrufen, denen die Lage erklären. Da wird nichts Schlimmes passieren und dann, das ist der beste Weg dazu. Also wenn ihr Waffen findet, egal wo, nie anfassen, immer Polizei rufen. Und ob es von der Oma oder vom Opa oder egal, vom Onkel egal, ist, genau, einfach genau, nicht anfassen, genau. Liegen lassen und die Cops rufen. Weil das so kann, sieht's aus. Stell dir vor, das Ding ist halt alt, angerostet und der irgendwie der Verschluss oder so, irgendwann, der Bolzen löst sich oder irgendwas und das Ding geht los. Ihr werdet eures Lebens nicht mehr froh. Aber kann man dafür belangt werden, wenn jetzt mal so eine Waffe im Besitz ist und man sagt sich, okay, ich rufe jetzt die Polizei und sage, ich hatte diese Waffe. Naja, es hängt davon ab. Es gab mal so Amnestien. Ja, es gibt ja immer so, wenn man das ein bisschen verfolgt im Internet oder bei den Behörden, kann man sich erkundigen und kann fragen und sagen, rein theoretisch, wenn ich sowas hätte, was wäre dann? Ja, so ungefähr. Ich kenne da jemanden, den jemand kennt. Genau, ich kenne einen, der kennt einen, der hat ich mal einen gekannt, der früher irgendwo mal, ja, was ich war für immer, und der heißt Martin. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall. Nein, und auf jeden Fall, also das ist so ein Punkt, es gibt so eine Amnestie, aber ganz ehrlich, der Sinn ist ja der ganzen Sache, diese Sachen wegzukriegen. Und es wird euch bestimmt niemanden ein Bein ausreißen, ja, wenn ihr so ehrlich seid und das sagt und sagt, guck mal, mein Opa ist gestorben, wir haben aufgeräumt und haben da auf dem Dachboden so ein Ding gefunden, ja, dann kommen die vorbei, die nehmen das mit und dann ist die Sache erledigt, das wird vernichtet und alles ist gut. Dann die nächste Frage, auch sehr interessant, darf man sich mit Waffen, die unter diese 7 Joule fallen, selbst verteidigen? Frage höre ich jeden Tag, ja, also ist ganz einfach. Ich versuche es mal wirklich kurz zu beschreiben. Nein. Ja, also ich sage einfach das mal, hat, das genau, war kurz. Ich lasse es wirklich mal kurz. Nein, also das meine, ich sage euch mal meine persönliche Empfehlung. Bitte vertraut einmal einem wildfremden Menschen, ja, macht's nicht. Es ist eine Riesenproblematik. Sagen wir mal, wenn man so etwas hat, um sich im Worst-Case-Szenario, wenn es um Leben, Seele, Familie, was auch immer geht, da ist jedes Mittel recht. Ja? Also da geht auch der Spaten aus dem Garten. Da ist es auch egal am Ende. Ja. Ich meine, jetzt ohne Witz, dann ist es halt so, wie es ist. Und in dem Moment denkt man darüber nicht nach. Aber wenn man sich natürlich generell rüstet für etwas oder für diesen Fall X, dann ist das, hat das ja nichts damit Spontanität oder irgendwas zu tun, sondern ihr hattet lang genug Zeit, euch darauf vorzubereiten. Genau. Aber ich finde deine Aussage einfach, nein, bleibt dabei. Genau, macht's genau. Einfach nicht. Macht's nicht. Eine Frage aus dem Chat von Darko. Ja, Darko, hau raus. Wie sieht es mit T4E-Waffen aus? Was, ja, was mein Spezialgebiet, Training for Engagement. Braucht man dafür einen kleinen Waffenschein? Wow, Achtung. Halt erstmal ganz langsam. Wie hieß die Abkürzung? T4E. Training for Engagement. Ja, Mann, klar, dass du das weißt. Hey, Mann, weißt du das nicht oder was? Nein. Noch nie gehört. Ich habe gerade Schleichwerbung jetzt für die Firma. Piep. Nee, Quatsch. Also, das ist eine Firma in Deutschland mit einer der größten, die diese Waffen herstellt. Ah. Kaliber 43, Kaliber 50, also der Knaller, genau mein Fachgebiet. Also, da bin ich. Bist du fit? Bin ich schon ein bisschen fit. Genau, die Frage ist, ob man die mit Waffenschein führen darf? Nein. Darf ich auch mal ganz kurz was zu sagen? Thema Waffenschein habe ich auch jeden Tag die Anrufe. Ganz einfach. Der kleine Waffenschein ist nur für Gas-Schreckschusswaffen. Für nichts anderes. Ja? Und das berechne ich euch auch nicht, das Ding irgendwie umzuhängen oder mit dem Holster irgendwo in die Tankstelle einzulaufen, sondern verdeckte Trageweise, auch wieder normaler Menschenverstand, nicht auffallen, ja, aber und keine öffentlichen Versammlungen, keine Aufzüge, die RAM-Waffen, diese Real-Action-Marker, die dürfen nicht geführt werden, ja, die dürfen wirklich nur, also was heißt, nein, nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Dafür bräuchtet ihr einen großen Waffenschein. Also das wäre zum Beispiel die Option. Wenn ihr sowas hinkriegt, sagt mir, wie ich... Ja, fände ich cool. Also ganz generell, kleiner Waffenschein, nur für Gas-Schreckschuss. Und alle anderen Sachen, nein. Ganz oft kam auch die Frage mit Armbrüsten, wie es damit aussieht. Mit außerhalb vom eigenen Garten und... Leute, ja. Also da kann ich auch kurz ganz... Ja, ich, genau, mach du, du los. Pass auf, ich sag jetzt mal, was ich weiß und du berichtigst mich, wenn das falsch ist. Okay. Also ich weiß zumindest, also die Armbrust an sich kann ja Energie speichern. Und das ist der ganz, ganz, ganz große Unterschied zum Beispiel zu einem Bogen.
was mein Stand der Dinge war, dass du mit einem Bogen tatsächlich die nehmen kannst und loslaufen darfst. Natürlich nicht gespannt und auch nicht auf Zug, sondern darfst damit quasi rumlaufen. Noch krasser, noch krasser. Und mit einer Armbrust ist dir das absolut untersagt, weil du dort Energie vorspeichern kannst und quasi mit einer geladenen Waffe, Sportgerät rumrennen kannst. Also ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, außerhalb von privaten Grundstücken hast du damit überhaupt nichts verloren. Punkt, Ende, aus. Also folgendes, da kann ich auch zu. Ich versuch's mal ganz kurz zu formulieren. Nein! Nein, genau, so sieht's aus. Wir haben's. Ey, wir haben Wagen, Alter. Genau, nächste Frage. Wir haben's, genau. Nein, ganz simpel. Es geht darum, das ist wieder das, was wir am Anfang hatten. Definition einer Schusswaffe. Was ist eine Schusswaffe? Es speichert die Energie, es hat einen Abzug und es wird ein Geschoss durch den Lauf getrieben. Dann ist es eine Schusswaffe, egal was für eine. Ob es eine Spielzeugwaffe ist, ob es ein, was auch immer ist. Und was fällt euch bei der Armbrust auf? Gibt keinen Lauf. Kein Lauf, genau. Wird kein Geschoss durch den Lauf getrieben. Aber Armbrust, nein, weil Armbrüste sind den scharfen oder Waffen gleichgestellte Gegenstände. Das ist ja auch nochmal so eine Kategorie. Also ihr merkt, wie kompliziert das ist. Was ganz oft gefragt wurde, ist, ab wann ist ein Messer erlaubt? Oder wann nicht? Warte mal. Die Frage müssen wir, glaube ich, ein bisschen spezifisch stellen. Ein Messer grundsätzlich ist ja schon mal, kannst du ja haben. Aber du darfst nee, es nee, halt, nee, 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 vorsichtig. Also ja? das ist immer so dieses Thema Waffengesetz. Waffengesetz ist echt brutal. Also wenn ihr da ins Detail gehen wollt, das kann man auch übrigens alles nachlesen. Ja? Es gibt aber auch sogenannte verbotene Gegenstände. Das ist das, was ich euch mal sagen möchte. Weil Thema zum Beispiel, wenn ihr hier auf dem Flohmarkt nach Polen kommt zum Beispiel, ja, oder sowas, da gibt es ja diese Märkte, andere Länder, andere Sitten, da ist sowas zum Beispiel erlaubt. Ja, da sind dann irgendwelche speziellen Messer mit so, was ich, Butterfly zum Beispiel. Ja, Butterfly, kenn ich auch noch, ja. Ja, zum Beispiel, oder gewisse, wo die Klinge nach vorne rauskommt und. Das sind dann sogenannte verbotene Gegenstände. Aber bereit. Es gibt tatsächlich Messer, die ich nicht kaufen darf. Also wenn jetzt zum Beispiel ich irgendwo... Ja, natürlich, ein Butterfly. Darfst du nicht kaufen? Nein, okay. Ist ja verbotener Gegenstand. Okay. Einen besitzt du schon strafbar. Aber es ist halt sicher auch schon ein Messer. Aber darf ich trotzdem nicht kaufen? Nein, du dürfst es nicht kaufen. Auch wenn es hier... Gibt es noch mehr? So ja, klar. So Springmesser, ne? Ey, ja, nicht alle Springmesser. Springmesser ist auch wieder die Klingenlänge interessant. Es gibt legale Springmesser in Deutschland. Boah, ist das kompliziert, aber auch, ja, das ist mega kompliziert. Boah. Du kannst eigentlich nur verlieren. Ja, gefühlt habe ich das Gefühl. Du kannst einfach nur verlieren. Ja. Hallo, darf ich mein MG 36 und meine M16 mit nach Deutschland nehmen, wenn ich umziehe? Und welchen Waffenschein bräuchte ich dafür? Alter, du hast... Also erstmal, was hat er mit 36 und M16? Kurz. Aber Software oder was? Oder schreibt nochmal. Software? Software oder scharf? Nochmal eine Frage. Wie sieht es aus mit Schreckschusspistolen an Silvester? Eure Meinung dazu? Also ganz ehrlich, das ist auch eine Frage, die ich mich ständig stelle. Ja, easy. Warte, ganz easy. Kurz. Also da bitte mich nicht festnageln. Da bin ich nicht, ganz vorsichtig mit der Thematik. Ja? Aber generell schon mal, wenn ihr euch eine Gasschreckschusswaffe kauft und damit vorhabt, an Silvester rumzuschießen, so, ihr müsst 18 sein logischerweise, sonst könnt ihr sie gar nicht kaufen. Ich würde trotzdem sicherheitshalber noch einen Waffenschein machen. Also einen holen, den muss man ja nicht machen. Der ist ja nur eine, wenn man halt nichts auf dem Kerbholz hat, genau, einfach beantragen haben. Du bist quasi gescreent. Aber dann ist es halt ein bisschen problematisch, sobald ihr euer Grundstück verlasst. Also ich finde das generell schlecht, muss ich sagen. Also da können mich jetzt alle für haten, aber ist mir auch egal. Wenn ihr, ich meine, wie sieht das aus? Ihr geht mit einer Gasschreckschusswaffe auf die Straße und ballert damit rum. Gegenüber steht euer Nachbarin mit den kleinen Kindern oder sowas. Keine Ahnung. Muss nicht sein. No, cool. Lieber eine Batterie kaufen und dann die Gasschreckschuss im Garten irgendwie abfeuern, wenn es sein muss. Und finde ich gut. Ehrlich, eine schöne Batterie. Der Rest ist eigentlich, man soll ja Spaß haben. Und das macht das Ganze, finde ich, so ein bisschen un... Also können wir es quasi darauf reduzieren, auf der privaten Grund kannst du es machen. Ja, es geht. Aber lass die Scheiße auf der Straße. Oder es wird geduldet. Also soweit ich weiß, wird es geduldet. Es ist nicht erlaubt, so gesehen, es wird geduldet. Okay. Das ist das, was ich weiß. Es wird geduldet. Ja? Der Angelo hat geantwortet auf scharfe Waffen, keine Software. Ich vermute mal, ich mache immer eine Vermutung. Angelo kommt aus den Staaten, will nach Deutschland einreisen, oder? Ja, und das Ding ist nicht Full Auto und Herze, dann würde es wahrscheinlich sogar gehen. Dann muss er mit den entsprechenden Behörden sprechen, die Waffen, also da, wo er hinziehen möchte, in das Bundesland, vorher, Achtung, vorher, ja? Vorher? Nicht an der Grenze sagen. Ja, genau. Und ich sage, hey, der Hajo hat gesagt, ist schon okay am Flughafen, ja? Also das läuft nicht, nein. Wirklich, vorher die entsprechende Waffenbehörde rausfinden, die anschreiben, anfragen und ich würde auf jeden Fall das BKA mit reinziehen, weil gerade diese Sache mit diesen Altdeko und Umbauten und was weiß ich und das hat sich alles gerade geändert, das ist jetzt ganz frische Thematik, das ist ein ganz heißes Eisen, also da wirklich ganz viel Fragen vorher. Gut, mach dich da schlau, ganz ehrlich, das ist ganz weit über meiner Gehaltsklasse, so auf gut Deutsch, ja. Das ist wie so, der Sören hat übrigens ergänzt, dass das MG36 ein vollautomatisches Maschine auf die Frage. Bleib lieber da, wo du bist. Ja. Also hier geht das nicht, auf gar keinen Fall. Also Blacky mit einer Frage. Hi, ich habe eine Frage zu Trainingswaffen, in Klammern Red Guns. Frage, Erwerb und wo darf ich die benutzen? Ich glaube, du meinst so wie Blue Guns wahrscheinlich, also diese
Also diese Gummiwaffen, die man quasi einsteckt zum Trainieren, Entwaffnung und sowas, oder bei Redgun kenne ich so gar nicht. Die schießen gar nichts, die sind aus Vollplastik. Diese ja, ASP Redgun zum Beispiel jetzt. Trainingswaffe, Heckler & Koch, USP. Das sind einfach nur Waffen, die man zu Entwaffnungstechniken und sowas verwendet. Also wie ein Gummimesser, musst du dir das genau, vorstellen. Genau, wie ein Gummimesser oder zu testen, die sind entweder rot oder blau, nennt man auch Blue Guns oder so, das sind natürlich irgendwas. Ja, und darf man die benutzen? Nein, also genau, hör zu, das ist gar nichts. Das sind ja Trainingswaffen, also das ist ja nur zu Entwaffnungstechnik, das ist nichts. Also das darf sogar in Anführungsstrichen ein Kind kaufen, weil es hat ja, ich bin mir nicht sicher, beim Anscheinsparagraf dürfte es eigentlich nicht runterfallen, weil die ja blau sind und man ja sieht, dass es ein Spielzeug ist, so ähnlich wie eine Spielzeugwaffe. Da könnte ich mich aber nochmal schlau machen, da kann ich Martin nochmal einen Nachtrag geben zu, aber eigentlich sind die gar nichts. Also die kann man besitzen und würde ich jetzt mal so behaupten. Hm? Vielleicht eine diepe Frage. Ja, aber? Antwortet mal in drei Worten. Kriegt jeder Moment? Nein. Ihr dürft nachdenken. Okay, alles klar. Hau okay. Raus. Warum gibt es Waffen? Ganz einfach, kann ich sofort beantworten. Mach du zuerst. Also ich glaube, Jagd, Krieg und Sport, das sind die drei Worte, die mir dazu einfallen. Entstehung der Menschheit, sind wir schon mal bei zwei. Und damals ein Muss. Ja, das ist ja der Punkt, was viele vergessen. Ja, Waffen gehören zu uns dazu, seitdem es uns gibt. Und nur weil wir sie jetzt nicht mehr brauchen, bedeutet es nicht, dass es nicht uns trotzdem noch fasziniert. Ja, genau. Ja, und eine Waffe, ganz ehrlich, das muss ich wirklich sagen, ich weiß, das ist ein abgelutschter Spruch, ja. Aber keine Waffe tötet. Waffen können auch Leben retten. Seht das nicht immer so negativ. Was würden denn die ganzen Polizeibeamten, die ganzen Soldaten, die uns verteidigen und sowas, was würden die denn machen? Ja? Also da muss ich echt sagen, das gehört schon immer zu uns. Ja. Und der sie bedient, der ist der, ja, genau. Der Schlimme. Ja? Exakt, das sage ich auch. So ist es, ohne Witz. Ansonsten ist es ein Werkzeug, mehr nicht. Entstehung der Menschheit, das sind schon mal zwei Worte. Achso, Entstehung der Menschheit, ach scheiße. Fuck! Okay, ihr habt mich! Du bist so gemein, ey. Das färbt ab, ich habe auch mal so ein Mathe-Problem. Viele haben auch gefragt, ich versuche es jetzt anders zu formulieren, welche von den frei erhältlichen Waffen kann den meisten Schaden anrichten? Ach Leute, Mann, diese Frage kriege ich jeden Tag. Soll ich euch sagen, welche Waffe? Ein Hammer! Ja. Sorry, echt. Diese Waffen sind nicht dafür da, um Schaden anzurichten. Die sind dafür da, um Spaß zu haben. Ich weiß, was dahinter steckt. Weil es ist halt so diese Faszination, was machen diese Teile, die du da quasi verkaufst oder die ich halt auch nicht selber kaufen könnte, was richten die an? Aber da sehe ich mich auch im Bildungsauftrag und wir kriegen es raus. Genau. Aber ich will das halt nicht machen, um halt am Ende zu sagen, oh, die ist voll krass, weil da passiert das und das, sondern ich will einfach tatsächlich wissenschaftlich herauskriegen, was passiert da. Und da habe ich es ist gefährlich, ja, es ist absolut. Wirklich, ohne Witz, alle Waffen sind darum gefährlich. Wir auch, heute auch eine Software, auch eine kleine Software mit den kleinen Plastikkügelchen ist gefährlich. Kriegst du sie ins Auge, bis blöd. Ist Feierabend. Kommen wir mal zur letzten Frage, ja. Die gleichzeitig auch eine Überleitung wird. Sind Taschenlampen auch Waffen? Ey, haben wir gerade gestern gelernt. Im Gespräch mit Sven? Ja. Ey, voll cool, Mann. Ja. Das war der Telefonjoker. Wusste ich auch nicht. Haben wir gestern gelernt, weil wir uns mit der Taschenlampen-Thematik beschäftigt haben. Ja. Es gibt wirklich Taschenlampen. Wie weit geht die? 4 Kilometer. 4 Kilometer. Und die dürfen die nur Behörden haben. Genau. Nur Behörden haben. Also wir kriegen sie nicht. Also du Normalsterblicher darfst sie gar nicht besitzen und erwerben. Geht gar nicht. Aber ob die als Waffen gelten, weiß ich nicht. Aber sie sind nur für Behörden. Man darf sie nicht besitzen. Ja. Ich glaube, die stärkste waren 2,7 Kilometer oder was? Eine wichtige Frage noch von Marlina. Hau raus. Ja. Welchen Rabattcode muss man beim Ramshop eingeben, um 10% Rabatt zu bekommen? Ich weiß es! Martin10! Denn ich habe den Tayo ausgemacht. Ey, Leute, natürlich ein bisschen trocken, aber wenn ihr irgendwas Bock habt, egal was, checkt den Ramshop aus vom Hayo. Ihr kriegt mit dem Code Martin10 10% aufs komplette Sortiment. Es gibt da nicht nur Knarren oder sowas, sondern auch geile Outdoor-Kleidung. Genau, Ausrüstung, Parakon, alles von Zelten, weiß der Geier, alles 1000 coole Sachen. Und richtig. Das ist eben der Anreiz, war vielleicht ein bisschen langweilig, aber ihr werdet belohnt. Und ich will gar nicht lange schnacken, checkt auf jeden Fall aus, Martin10, der Code, beim Ramshop, bei Mario, alles verlinkt, geht einfach in die Beschreibung, ihr findet das schon. Oh, und darf ich auch noch was hier? Natürlich. Wollte ich schon die ganze Zeit mal machen. Was denn? Ganz lieben Gruß an meine Kiddies und an meine Frau. Bis. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.